Hallihallo, ich schon wieder. Und zwar, ich hatte ja EZ Mount gekauft. Man sieht auch schon, ich habe auch ein bisschen rumgeschnibbelt schon dran. Denn, also geht schon ein ganz schönes Stückchen, denn ich habe hier das von JM Creation schon draufgezogen. Und auch die kleinen süßen Hasen hier. Oh, der ist aber auch zuckersüß, ne? Ob das hier reingeht, vielleicht. Nein, tue ihn erstmal hier mit rein, damit er nicht wegkommt. Und viele meiden ja eigentlich diese Stempel, weil sie halt nicht fertig sind. Ich muss aber sagen, wie jetzt hier zum Beispiel von Katzelkraft, dieser hier. Ich meine, der ist mal traumhaft schön. Also, das ist halt wirklich so ein richtig toller Stempel und sowas habe ich halt in Clear Stamp auch noch nicht gesehen. Klar, man sieht nicht, wo genau man hinstempelt, aber ich finde das auch gar nicht so schlimm. Es ist ja alles ein bisschen künstlerisch freigelegt und da muss man nicht immer perfekt treffen. Und ich sag mal, wenn man es irgendwo hinstempelt und. Also, man sieht ja eh grob die Form. Ne? Also. Das passt ja auch. Man könnte jetzt rein theoretisch das hier sogar noch ausschneiden und eventuell mit irgendwie drauf machen. Also gibt es mit Sicherheit Möglichkeiten, um das noch zu befestigen, obwohl wahrscheinlich einfach draufgeklebt und dann müsste man halt mit einem grünen Tombow diese Klebkraft wiederherstellen, ne? Was ja jetzt bei dem EZ-Mount eh da ist. Übrigens die Alternative zum EZ-Mount. Da gibt es noch Sieg, oh Gott. Siegenpiel oder wie das heißt. Ich kann es nicht genau sagen. Für mich jetzt keine Alternative. Dafür habe ich zu viele Gummistempel. Und dann, die werden halt fest montiert. Also die gehen dann halt auch nicht mehr ab. Das finde ich nicht schön, weil ich möchte nicht ständig irgendwelche Holzblöcke oder ähnliches kaufen. Ich habe lieber meine Acrylblöcke und mache den dran und fertig. Klar, auf einem Holzblock könnte man das jetzt schön einmal ausschneiden und draufkleben. Aber, nee, möchte ich nicht. Und dann gibt es halt noch den Tombow als Alternative. Der kommt drauf, dünn, trocknet und dann hat der so ein Klebe, was halt wieder abgeht. Ja, wir wollen jetzt aber hier mal nach diesem EZ-Mount gucken. Viele meiden es, weil es unheimlich klebt. Ich glaube, jeder, der hier EZ-Mount geschnitten hat, der hat hier so eine. Ach, sorry für das Gewackel an der Kamera, aber ich kann es nicht ändern. Hier, diese Schere ist einfach nur klebrig. Also, die ist auch extra markiert. Ich habe auch eine aus dem Action genommen, die haben mir nur ein paar Cent gekostet. Ich habe auch noch eine da, die ich dann auch noch verwenden könnte, aber es gibt einen kleinen Trick. Der ist eigentlich total easy und dafür aber sehr effektiv. Und das möchte ich euch jetzt mal an diesem Beispiel hier zeigen. Ich brauche natürlich trotzdem meine Schere wegen dem Klebekram, weil ich das erstmal grob ausschneiden werde. Aber dann für die Feinheiten brauchen wir dann eine ganz normale Schere. Und zwar, also ich mache mir das jetzt erstmal so. Ich suche mir erstmal eine Stelle. Ich nehme jetzt mal mit Absicht hier und schneide das ein bisschen weg, weil ich habe noch einen längeren. Das dürfte da ganz gut drauf passen. So, und das schneide ich mir jetzt einmal grob aus. Ist natürlich, eventuell ist hier das dünne EZ-Mount ein bisschen einfacher. Beziehungsweise die Scheren sind jetzt nicht so die Wucht, ne? Also sagt grob, man will ja nicht so viel wegschmeißen. Und auch das hier, nenne ich mal hier den anderen, den ich da eh noch hinmachen will. Dann kann ich gleich mal gucken, ob das passt. Ja. Dann lege ich mir den jetzt auch gleich mal hin und kann das hier mitschneiden.
Das, weil hier oben ist es relativ eng. Ich kann den ja eigentlich kurz runter tun. Muss nur schön knapp schneiden hier. So, also da habe ich dann hier das Stückchen auch gleich noch. Man muss halt mal ein bisschen, ne, rumprobieren. So, der passt da noch drauf. Wie gesagt, das ist zwar hier ein bisschen knapp, aber dann wird halt hier nichts mehr weggeschnitten. Das macht nichts. So, ich tue das mal weg. So, jetzt, oh, ich komme aber auf dann die Kamera. Jetzt löse ich das hier. Vorsicht, das klebt wie Puff. Also diese Seite, ne? Das kriegt ihr auch nicht wieder ab, wenn das einmal drauf ist. Deswegen Vorsicht beim Hinlegen. Ihr habt da echt nur einen Versuch. So, am besten dreht ihr es rum, dann könnt ihr schöner drücken. So, das muss halt jetzt einmal festgedrückt werden. Oh, dieses Gewacke hier, ne? Das ist so nervig. So. Und jetzt ist das hier, das klebt natürlich jetzt alles wie verrückt. Also um das mal zu zeigen, jetzt habe ich natürlich gerade, obwohl die Seite müsste eigentlich gehen, um euch das mal zu zeigen. Ja, also das klebt halt richtig dolle und das verteilt sich dann so ganz ekelhaft. Und ja, da gibt es einen ganz easy Trick. Und zwar habe ich ja eben schon mal gemacht, einfach ein Restpapier, da hatte ich was gedruckt, das hat nicht so ganz funktioniert. Und dann verwende ich dieses Körperpuder, da geht auch Babypuder, irgend so ein Puder. Ich löse mir auch hinten die Folie mit ab, dann lässt sich es noch einfacher schneiden. Klar, ein Clear Stamp, ja, den habe ich relativ flott fertig, aber wie gesagt, es geht ja eigentlich ganz easy. Ne? Und dann nehme ich mir hier das Puder und puder den einmal schön ab. Das merkt man auch, wenn das noch klebt. Müsste dann natürlich ein-, zweimal abstempeln, den Stempel, um das Puder wieder zu entfernen. Vorteil ist auch, es riecht ganz gut. Das Puder ist entweder aus dem Rossmann oder sogar aus dem Edeka, glaube ich. Da gehe ich wirklich einmal überall drüber. Und auch wirklich schön an die Kanten. Gerade wenn das hier so reingeht, wirklich richtig schön drüber. So, und jetzt klebt das auch nicht mehr. Und ich kann wirklich meine gute Schere nehmen und kann da ganz einfach lang schneiden. Und das geht natürlich, gerade wenn ihr die Folie hinten abmacht, geht das wunderbar einfach. Und da zwischendurch immer mal so ein Eckchen wegschneiden. Nein. Na. Ich will das mal wieder weglegen hier. Und nochmal an die Kamera. Ach, was ist denn los heute? Schneidet nicht zu viel weg. Erstens klebt es dann wieder. Zweitens könnt ihr es nicht mehr vernünftig stempeln. Übrigens, was ich noch erwähnen wollte, ich habe hier neulich in meinem Haul, wo Stampin' Up, schaut da ruhig mal rein. War nicht viel, das war so ein Mix-Haul. Hatte ich bei Stampin' Up bestellt und festgestellt, dass mein Stempel, der war falsch geschnitten. Also, ich weiß nicht, da ist irgendein Produktionsfehler gewesen. Nur mal so als kleiner Tipp.
Ich habe es dann bin ab direkt geschrieben. Ich hatte innerhalb von, keine Ahnung, das waren 2 Minuten oder so, hatte ich eine Antwort bekommen. Hatte natürlich vergessen, was für eine Bestellnummer und so. Deswegen immer dazu schreiben, wenn ihr irgendwas habt. Ganz normal über den Support. Die Seite findet ihr auch auf Stampin' Up. Nur mal so am Rande, während ihr hier beim Schnippeln zuguckt. Und ja, habe dann auch gleich zurückgeschrieben. Also ich hatte es dann auch gleich gesehen. Und ja, die konnten das dann sofort zuordnen. Auch hier wieder innerhalb von einer Minute oder so hatte ich dann auch schon wieder die Antwort. Und ich hatte nämlich gefragt, weil ich das eigentlich dringend benötige für einen Auftrag. Und tatsächlich haben sie mir gesagt, das ist kein Problem. Ich kann den Stempel wegwerfen und bekomme einen neuen zugeschickt. Hatte dann auch wirklich, weiß nicht, 5 Minuten später schon eine Bestellbestätigung von dem Stempel. Und der ist auch schon unterwegs. Also, wenn ihr da mal Probleme habt, könnt ihr die ruhig anschreiben. Also, die lösen echt jedes Problem. Und das halt auch wirklich ganz schnell. So, das war's. Okay, oben die Ecke sieht nicht ganz so schön. Aber ich will ja damit auch keinen Preis gewinnen. Der soll stempeln und ohne Kleber. Also hier hing jetzt vorher schon ein bisschen Kleber dran. Aber das macht der Schere nichts. Da kommt die mit klar. Mache ich dann immer mal mit so einem Kleberadierer weg. So, und da hat nichts geklebt. Das war nicht unangenehm. Und ja. Deswegen überlegt euch das doch vielleicht nochmal, wenn ihr hier irgendwo einen tollen Stempel seht, der euch gefällt. Vielleicht probiert es ja doch mal aus. Vergesst nur nicht, wenn ihr Stempel bestellt, EZ-Mount auch zu bestellen. Das war schon so ein kleiner, ich nenne es mal Quick-Tipp am Rande. Und ja, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und aktiviert gerne ein Abo und Glocke aktivieren nicht vergessen, damit ihr auch informiert wird. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!